Wohin hat er denn beobachtet? Kurz an der Wand hier. Deckung gehen. Oh, was hat der denn Schönes? Was hat der denn Schönes? Die will ich haben. برو با موقعیت یک دو پنج یک پنج نو Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich bin's wieder, euer Gunshot. Und wir spielen eine weitere Arma 3 Workshop-Mission. Diesmal Revenge. Ja, unser Auftrag ist es im Groben, eine Terroristenbasis auszuschalten, die vor kurzem einen Anschlag auf uns verübt hat. Weil da jetzt gerade stand, Tribute to 2001, also 2001. Ich nehme mal an, dass es mit dem 11. September zu tun haben soll. Okay, wir sind ausgerüstet mit einer Katiba, wenn ich das richtig sehe. Genau, und mit dem, ich mag das Akku nicht. Mit dem scheiß Pfeilen, kann ich nicht mit. Da kann ich nicht mit um. So. Boah, ich muss alle meine Leute befehligen, oder was? Haha, nö. Ich will nicht. Okay, ich mache es. Let's go to work. Grenadiers, fire when ready. Fire when ready, pass mal auf. 350 Meter sind es ja noch bis dahin. Oh mein Gott. Ja, Bravo macht das gut. Hallo? Alter. برو بیرون. دریافت شد. آمادم. حاضرم. حاضرم. آمادم. آمادم. منتظرم. Oh Mann. حاضرم. Revenge, 10.05.2020. Aha. Gut, ich muss mal kurz auf die... War ich GPS dabei? Ich habe GPS dabei. Wir sind doch schon im Feindgebiet. Okay. Das ist so unser Ziel hier. Okay, jetzt habe ich mir das doppelt markiert, ich Idiot. Ist überhaupt gar kein Problem. Jetzt folgt ihr mir. Ach, das ist schön. Einfach folgen. Kacke, aber wie viele Feindkräfte jetzt hier im Endeffekt gleich auf uns lauern, hab ich keine Ahnung. Oh, ich hasse dieses Visier, ne? Ich könnte mich jetzt schon drüber aufregen. Harikat mibina, sar muntazede havapima, yek sad met, dar chelo. مخصصی یک صد متر جلو تیرانداز دویست متر جلو مخصصی هفتاد و پنج متر جلو مرد یک صد متر جلو Alter, ich sehe kein Schwein. Das Fahrzeug steht dort, aber kann ich keinen schützen. Hadaf an Jump Shot. Sabot ist an der Tank. 85 Meter. Genau.
بر کما چاپ کنه. خدا. گلوله خورده. مسلسل چی؟ مرد. بک. 750 به جلو. Scheint noch einer zu schießen. Ah, da, ich hab ihn auch gesehen. Hat der Panjob schon? Warum treffe ich ihn nicht? Im Dotgun! So. Alles gut. Oh, ich muss hier durch. Do, check! Fuck. Oh, da waren noch ein paar mehr. Jeder verkostet schon! Okay, der ist auch weg. Okay. Ich werde nochmal über die rechte Flanke gehen hier vom Haus. Hier steht doch bestimmt irgendwo einer. Ich gehe nochmal über die andere Seite. Oh, da stehst du schon. Ist ja gut. Worauf schießt der? Da ist einer. Hat er meinen Job gerippt? Fuck, ich werde aufgehalten von einer Tonne. Also, ich kann leider nicht ausmachen, von wo die feindlichen Schüsse kommen. Ich kann es nicht sehen. Fuck. Unsere Leute rücken weiter vor, das heißt, hier scheint jetzt keiner mehr zu sein. Oh, fuck. Okay, doch nicht wir. Bleibt ihr? Okay. Ich sehe hier keinen. Da, ich sehe ihn. Fuck! Fuck! Ich bin gespeichert, okay. This is Alpha One. This is Alpha One. Looks like we got him all. Good job, Alpha One. Proceed with mission. No enemy units should be permitted to escape. Some support units are coming through too. Base out. Okay. Ich will jetzt kein Leichenflirrer sein, ne? Aber vielleicht habt ihr ein ordentlicheres, eine ordentliche Optik. Ne, den Waffen noch nicht dabei. Scheiße. Gut, Gebiet ist gesichert. Jetzt kommt wahrscheinlich das nächste, ne? Ja, jetzt müssen wir hierhin vorrücken. Das wird wahrscheinlich nochmal eine Ladung härter, Leute. Okay, erstmal können wir wieder ganz normal aufstehen. So, liebe Freunde, weil wir jetzt mal ein bisschen Zeit haben, oder ich ein bisschen Zeit habe, zu quatschen, weil hier anscheinend ja jetzt erstmal das Gebiet soweit gesichert ist. Und wir dementsprechend dahin rennen müssen, weil unser Fahrzeug weg ist. Okay, ich muss erstmal das Fahrzeug suchen, bevor ich jetzt hier eine Ansprache halte. Doch, da soll es sein.
hier gerade zu. Lass ich alle erstmal wieder aufsitzen. Ja, MSE Marit. Wo ist er denn? Der müsste hier irgendwo sein, hier vorne. Das ist blöd. Jetzt bin ich dran vorbeigerannt. Oh mein Gott. Der explodiert da hinten. Er wird mir an einer Position angezeigt, wo er gar nicht mehr ist. Ich folge mal den Schüssen. Also wir müssen tatsächlich zu Fuß laufen, wie es scheint. Weil dieser Kack... Marit weg ist. Unser scheiß Fahrzeug. Naja. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, wenn ihr natürlich irgendwann mal Workshop-Missionen gespielt habt, wo ihr bereits wisst, dass die extrem geil sind, oder was auch immer, schreibt es mir mal in die Comments, ich würde die gerne auch mal ausprobieren. Ich bin immer auf der Suche nach guten Workshop-Missionen, weil doch leider Gottes natürlich viele sich Mühe geben, aber naja, dann stehen die da in der Workshop-Liste drin und komischerweise auch unter Beliebte und dabei läuft die Mission nicht mal ansatzweise glatt, sodass man sagen könnte, ja, das macht jetzt wirklich Spaß oder das führt doch zu einem Ende, was funktioniert. Naja, wie gesagt, ich wäre euch auf jeden Fall sehr dankbar dafür. Und jetzt geht mir das hier gerade so ein bisschen auf den Sack, dass ich tatsächlich den ganzen Weg laufen muss. Euch bestimmt gleich auch. Deswegen... Weil es doch knapper Kilometer ist und meiner hechelt hier schon wieder wie so ein Hund. Werde ich hier einfach mal kurz einen Cut machen. Mich ein bisschen näher ran bewegen, falls nichts Großartiges passiert. Und dann wieder einsteigen. Also bis gleich. So, liebe Freunde, hier steigen wir wieder ein. So 165 Meter vom Ziel. Ich bin total erschöpft von dem ganzen Gelaufe. Meine Kumpanen hängen auch etwas hinterher. Aber wir haben unseren Marit wiedergefunden. Der hier einfach alleine ohne uns vorgefahren ist. Wie ihr hier so schön seht. Okay, hier liegen schon Leichen. Okay, wir sind auf jeden Fall schon im Einsatzgebiet. Tirandas, Jek Sadmet, Jello! Ja, alles klar. Ich leg mich mal kurz hin, ich muss mich eben ausruhen. Leute, vorsichtig. Nochmal kurz durchatmen. Wir kriegen das auch gleich hin. Kann es auch weitergehen. Okay, pushen wir uns jetzt mal langsam ran. Okay, hier durch will er nicht. Fuck. Achtung, von hier hinten gleich wird geschossen. Oh fuck. Ich sehe keinen feindlichen Schützen. Ich sehe keinen. Ich werde mir mal einen anderen Überblick holen, indem ich hier oben raufgehe. Okay, hier scheint keiner zu sein. Die sind tot. Die sind eindeutig tot. Was hat da jetzt gerade auf mich geschossen? Ich glaube, ich muss... Kann von hier oben nicht so großartig... Boah, hab ich gerade gedacht, da ist einer. Gut, wir werden weiter vorrücken, Jungs. Erste Deckung hier an dem Haus. Bonobola! Barmidam! Oh, warte, nicht ins Haus. Bonobola! Darjab schon! Schüsse. Gib
Gib mir noch mal eine Ansage, wo? Also die sehen Feinde, wo ich nichts sehe. Aber das kennen wir ja, ne? Windfisch Gunshot wieder unterwegs mit seinen Leuten. Ja, sind übrigens ja nur noch zwei. Sieben wurde im Kampf getötet, die habe ich jetzt gerade verloren. Okay, was war das? Jek Sadmet, Jello! Da! Oh Gott! Meine Fresse, zum Glück hat er mich nicht gesehen. Wohin hat er denn beobachtet? Kurz an der Wand hier. Deckung gehen. Oh, was hat der denn Schönes? Was hat der denn Schönes? Die will ich haben, glaube ich. Aber das ist, wenn es bloß die Saphir ist, nehme ich es nicht, aber... Alter Scheiße! Mann! Jake Sadmet! Jello! Ja, kacke, jetzt habe ich ihn. Arablechini! Da, die hab schon! Gut, die KI funktioniert anscheinend. Auf... Fuck, ich bin getroffen. Da. Ich hab ihn. Da ist noch einer. Beruhig dich. Okay, auch tot. Okay, sonst keinen feindlichen Schützen aufgeklärt. Warte, ich muss mir das eben angucken. Ta. Ja, der hat eine MK200. Ruhig dich. Das tut mir alles ganz ruhig. Warte, passt nicht in die Weste rein. Was habe ich denn hier? Leuchtstäbe hier, komm. Manta Ramlin. Komm, Leuchtstäbe. Oh. Achso, das Akku ist jetzt hier. Gut. Mach ich das hier hin? Mohammed Tamumshot! So. Ist der Akku mit drauf? Tirandos! Jek Sadmet! Jello! Und da ist die Munition. Okay, das ist ja klar, dass ich denn die Munition hier nicht mehr brauche. Ich kann sie nicht aus meinem Inventar schmeißen. Ich hasse sowas, wenn das nicht geht bei Arma. Ich brauche keine IR-Granaten. Oh, Alter, komm. Kativa. So, den ganzen Quatsch können hier raus. Genauso der Kram hier. IR-Granaten. Fuck! Dushman dide shud. Sarboz, 75 metr. Dar jelo. Ich liebe die Knifte. So. Dushman dide. Okay. Hesesh, yek sadmet. Dar jelo. Gut. Ein Reservemagazin habe ich. Das soll mir auch erstmal ausreichen. Ja, weitergehen. Wie viele leben noch? Zwei. Ihr seid super Jungs. Wir stehen das zusammen durch. Puh. Wo die hier nicht überall liegen. Okay. Wir gehen lieber weiter durch diese kleinen verwinkelten Gassen hier. Oder Grundstücke.
Wo seid ihr? Geht da außen rum? Dann gehe ich links rum. Boah, quer über die Straße. Ihr habt doch nicht mal eine Tasse im Schrank. Wollt ihr hin? Ihr patrouilliert hier doof. Das ist gar nicht unser Ziel. Ich muss da vorne hin. Durchwand die Schutt. Tirandos. Fuck. Habt du Pein Schmidt. Ich hab ihn gesehen. Ja. Fuck. Oh, Alter. Alter. Musatsachi. Alter, was geht hier ab? Oh, ich hab's geschafft. So, wir haben jetzt die Touristen hier in den Gebieten zumindest gesäubert. Okay, was jetzt? Okay, Leute. Super. Also, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ja, etwas kurz die Mission, oder? Lasst mir auf jeden Fall mal bitte in den Comments, wie ihr die Mission fandet. Ein bisschen kurz finde ich jetzt gerade für so eine Arma-Mission. Hätte etwas besser aufgebaut. Ich habe gedacht, da kommt noch was, nachdem wir die zwei Territorien da eingenommen haben. Aber dem scheint nicht so. Ja, das war's dementsprechend. Ja, ich hätte gedacht, keine Ahnung. Zwei Dinger hast du dann rausfliegen. Beim Rausfliegen geht doch was schief, weil auf einmal doch Reservetruppen von denen kommen. Das heißt, wir müssen von unserem beschädigten Heli wieder aussteigen auf Verstärkung. Also ich könnte definitiv, wenn ich mich damit auskennen würde, gute Missionen bauen. Da hätte ich richtig gute Ideen, glaube ich. Aber ich will ja andere im Endeffekt nicht runterziehen, die sich im Endeffekt die Mühe geben und das auch machen. An sich habe ich eigentlich ganz schön Spaß gehabt hier bei der Mission. War leider etwas kurz. Die Action war auf jeden Fall da. 20 Minuten längeres Spiel oder was auch immer, sodass ich 20 Minuten länger Action gehabt hätte. Das wäre cool, dann wäre die Mission echt super gewesen. Und vor allen Dingen die MK200 da mit drin. Das bockt so. Okay, Leute. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß dabei beim Zugucken. Ich werde auch trotzdem diese kurze Folge mal hochladen, weil die Mission an sich trotzdem kurz Bock macht. Also wenn man kurz Zeit hat, sollte ich hier mal reinschauen und vor allen Dingen mir schreiben, wie er die Mission gefunden hat. Vielleicht hat er ja einen anderen Weg gefunden, die Mission zu machen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr natürlich beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und bis dahin, liebe Leute, wünsche ich euch was. Euer Gunshot.